Europapokalsieger wurde. Inzwischen coacht er in der 6. Liga den FC Remscheid. Gesprächsthema Nummer 1 beim Training am Mittwoch: das Aussehen des derzeit abwesenden Trainers. Wo wir uns getroffen haben, im Golfclub, da sagt er zu mir, ich esse nichts, kein Gramm Fett, gar nichts. Und ich denke gestern, was ist das denn für ein Urteil? Tim Wiese ist ja da scheiße offen gegeben. Als wir in Bochum waren, hat sonst mit dem viel. Aber habt ihr gesehen, was für einen Hunger der hatte? Bei der Wenn er wieder da reingehauen, gehen wir essen. Und ich weiß auch schon, wo wir hingehen. Wir gehen zum Australier. Und dann geht's. Ich bin derjenige, der pushen kann, motivieren kann, einen Menschen. Und wenn oder total einschüchtern. Oder total einschüchtern kann, ja. Der FC Remscheid kämpft in der Landesliga gegen den Abstieg. Ruhrpott-Meister Propper Thorsten Legert ist die letzte Hoffnung. Das ist eine Maschine, der kann einen motivieren. Der weiß, wie das läuft auf dem Platz, neben dem Platz. Und der kann einen richtig mitnehmen, mitreißen. Also was brauchen wir jetzt? Der ist ein Typ, der polarisiert. Also entweder hat man ihn ins Herz geschlossen oder halt nicht. Klar, vermissen wir den. Die Sprüche und alles. Ne? So ein Highlight, wenn wir in der Kabine sind, die Ansprachen. Dann haben wir mal einiges zum Schmunzeln. Ne? Was sagt er denn dann so? Ah, schon ein paar harte Sachen, wo wir die intern bleiben müssen. Ebenso bizarr wie legendär ist die Antrittsrede von Thorsten Legert beim FC Remscheid im Oktober. Fußballerdeutsch vom Allerfeinsten. Ich lebe für den Verein. Ich wohne hier nur 10 Minuten entfernt. Und eins ist auch ganz klar. Wenn die Leute meinen, sie müssten aufhören, ja, nur weil sie einen Finger gebrochen haben, einen Finger. Fußballspiel kann jeder. Und meine Aufgabe mit den dreien ist eben halt richtungswegend. Klassenhalt. Man geht auch mal freitags mal schön weg, ballert sich den Arsch voll auf Deutsch gesagt, Entschuldigung für diesen Ausdruck, aber nicht mehr bei mir. Großkotze, die brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht. Was ich jetzt brauche, sind Kerle mit Eiern in der Buchse. Anit Chowdhury ist Chef des Lokalsenders RS1. Er hat als einziger die Pressekonferenz gedreht und damit für die mediale Nachwelt erhalten. Die grammatikalischen Fehler oder dass man Eier in der Buchse haben muss, Kultspruch von Thorsten Legert inzwischen, das merkt man sich natürlich, aber erst wenn man das Ganze ein bisschen kompakter sieht in 1,30, 1,45, fällt einem dann doch auf, was da für geniale Sprüche eigentlich in dieser PK waren. So eine Scheiße da, die Scheiße hier, ich hab keinen Bock drauf. Man könnte denken, Thorsten Legert übertreibe vor der Kamera. Falsch, der Mann ist wirklich so. Er ist so, wie er ist, einfach authentisch und ich bin zufrieden, wie er es macht. Er soll einfach so bleiben und dann ist alles gut. Das ist Thorsten, wie er lebt und lebt. So wie ich ihn kenne, wie die Kinder ihn kennen. Und das ist toll. Anderes erzählt, dann lügt er. Sorry. Die natürlich gänzlich unhaltbare Behauptung, Legert mache des Geldes wegen mit, will ihm auch sein Verein nicht unterstellen. Obwohl das Gehalt beim FC Remscheid nicht so richtig reich macht. Das ist ganz wenig. Ja, also Landesliga-Verhältnisse, das ist 1.000 Euro. Hm. Aber wir haben ja viele Sponsoren, die im Privat bezahlen und so. Das ist dann schon wieder was anderes. Aber in der Regel ist das Landesliga. Die verdienen die Trainer hier in diesem Bereich zwischen 500 und 2.000. Dafür hat der Verein in 4 neue Spieler investiert. Und Trainer Legert hat sich artig bedankt mit einer Sprachnachricht aus Australien. Ja, hallo Bernd. Oh, Bernd, das ist privat. Also eine bessere Nachricht kann ich nicht kriegen. Also das ist natürlich nicht nur mein Verdienst, es ist auch dein Verdienst in Verbindung mit Herrn Schäfer. Und, das spiele ich deshalb vor, weil viel wichtiger als der Hype um den Thorsten ist hier unser Verein, was den Klassenerhalt angeht. Ja? Und er bedankt sich hier für 4 neue Spieler. Das ist der Grund. Ja? Also wir wollen alles tun, dass wir die Landesliga erhalten. Ja? Und wollen den momentanen Hype sicherlich nutzen. Und auch der eine oder andere Sponsor ist schon auf uns aufmerksam. Nach dem Dschungel geht es bei Legert weiter wie vor dem Dschungel. Abstiegskampf pur. Dass der Ruhm